das Schlimmste. Er hat Blut gehustet. Danach nicht mehr, aber gut ist das nicht. Kleine Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur ja, Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss. Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Nicht gut. Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Tja. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Ein Geld dort investiert. Ich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür. Aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Kauf dir alles an Dokumenten und Geld. Und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja. Easy. Aber sei schlau. Das war auch eine sehr coole Mission. Wenn du absolut sicher bist. Damals. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Die Familie. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Michelle. Ja. Tom. Das war die, die mit Sam abgehangen hat an der Rennstrecke. Los, gehen wir. Na? Warum? War es ein Fehler, dass wir ihn reingeholt haben? Geht zu wenig. Wir treffen uns da. Ich glaube an ihn. Schauen wir, was passiert. Erstmal ein bisschen lauschen. Frank glaubt an mich, das ist doch schon mal nett. Ach so. Sunslane. Tja, den haben wir weggemacht. Der wollte Sarah vergewaltigen. Schon gehört? Heute beerdigen sie den jungen Ghilotti. Ja, den verbuddeln sie besser tief. Warum? Kerle, die wir ausgeknipst haben, stehen wieder auf. Darum. Uff. Ach so, nochmal die Zeit. Haben Spiel verloren? Sowas in der Art. Den falschen Typen umgebracht, beziehungsweise laufen lassen. Wenn es da nicht zu spät ist. Na klar. Na, was erzählt ihr so Nettes? Nichts? Los, wir haben nicht den ganzen Tag. Na gut, dann ab zu Winnie.
gehört, du interessierst dich für knallige Sachen. Na klar. Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Ach so. Nicht heute, Vinny. Was haben wir denn hier Schönes? Weißt du noch, als das Hotel Corleone richtig anständig war? The fuck? Wo ist meine goldene Knarre hin? Der Puff, zu dem du gehst, ist seit 29 auf dem absteigenden Ast. Aber die Mädels sind immer noch hübsch. Ich nehme die goldene. Die hat 10 Schuss. Was? Nein. Und die Shotgun hätte ich auch ganz gern noch. Ja, voll. Den Knüppel, das Messer. Man muss eine Sache endgültig erledigen. So. Für die Shotty brauche ich aber noch ein bisschen Munition. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Steig ein. Wir müssen reden. Ja, gleich. Mal gucken, was Ralphie so mal hat. Na, Ralphie? Lust zu reden? Nein? Na gut, dann nicht. Ciao. Ich fahre natürlich klar. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht? Ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Ja, dann. Michelle, die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Na gut, dann belassen wir es dabei. Behalte Stopp. Einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für... Och. Wir müssen weiter. Ich dachte, ich könnte hier eine andere Karre klauen. Probiere ich jedenfalls. Trotzdem. Jedenfalls. Wo gehst du hin? Komm zurück zum Wagen. Ja, mach ich ja. Ich will nur diesen schönen Bolt haben. Was macht ihr hier überhaupt? Das ist auch ein Bolt, okay. Ach, der... Behalte einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Ghilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. So, so. Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? Denke ich, soll es nicht zu Ende bringen. Zumindest nicht mehr in der Kirche. Wir werden immer noch die gleichen Lieder trällern. Letztes Mal schon. Die gleichen Lieder aus Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigungen, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zielen und abdrücken. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr witzig, Tom. Schreib dir den auf. Danke. Mach ich. Ja, Sam trägt immer den schwarzen Anzug. Sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen.
Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Polly kriegt das sowieso nicht hin. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Und du solltest es auch tun. Tja, Polly, du bist voll hoffnungslos. Platz da, hier komme ich. Die Karre hätte ich auch ganz gerne eigentlich. Naja, aber erstmal jetzt hier zur Kirche. Wir sind da. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück, dir auch. Okay. Ich bin dann wohl auch da. Ist ja gar nicht so weit weg. Du benimmst dich da drin, okay? Na klar. Weißt du, wo ich den Manager finde? Ich habe nur die Tür im Auge. Die hast du wahrscheinlich gleich wirklich im Auge. Hallo, Hübscher. Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beiden? Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus. Und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Keine Eile. Nimm dir einen Drink. Entspann dich. Und genieße es. Hey, guten Tag, Sir. Da wollen wir mit dir reden. Hallo. Ich brauche den Manager. Hier durch zur Lounge. Sie gehören zu unseren neuen Geschäftspartnern, ja? Kennen Sie eine Michelle? Ich kenne nur die Mädchen hinter Ihnen, Sir. Das sind die einzigen, die verfügbar sind. Schwere Entscheidung, hä? Schwere Entscheidung, hä? Okay, das war das. Ich muss mit Michelle reden. Du kannst nur die Mädchen haben, die hier sind. Such dir eins aus und mach keinen Ärger. Ja gut, ich suche Michelle. Ken, warum kaufst du mir nicht einen Drake? Weil ich eine andere Lady suche. Kennst du Michelle? Sag mir nichts, Baby, ich bin neu hier. Kaufst du mir einen Drake? Nein, natürlich nicht. Wir können uns auch einfach... Was macht so ein hübsches Kerlchen an so einem Ort? Ich suche nach einer Michelle. Oh, ein hübsches Kerlchen. Ich aber nicht. Keine Zeit für Fragen, Schätzchen. Gut. Komm schon, Schätz, du bist ziemlich nervös. Aber ich kann dich an die Hand nehmen. Ich suche Michelle. Kennst du sie? Ja, sie ist hier die Beliebte. Ach so. Mach einen Termin bei dem Typen an der Rezeption. Auf Michelle muss man warten. Was geht in deinem Kopf vor? Nicht viel. Uff, dich kann ich umhauen, das will ich noch nicht. Ein Drink. Werden Sie sich umsehen? Dann gehe ich mal zur Rezeption. Ein Zimmer kriegst du nur mit einem Kerl. Okay. Du kennst die Regeln, Dottie. Ist Michelle heute da? Mal sehen. Ja. Schneller bitte. Ja, sie hat aber zu tun. Okay.
Michelle, Zimmer 208, ganzer Tag. Das war ja easy. Dann geh ich doch mal schnell hier rein. Ist ihm egal, er will, dass du herkommst. Stirbt er? Stopp. Kann ich den vielleicht stealthen? Ist egal, du musst herkommen. Lass ihn bei der Nachbarin, wenn's nötig ist. Das kann ich nicht. Bitte, halt mir irgendwie den Rücken frei. Nein. Dankeschön. Vielleicht in die Abstellkammer, wa? Zack. Ja, das hatten wir schon. 208. Ja, hier ist leider geschlossen. Hoch ins Zimmer 208. Trotzdem mal gucken. Hallo. Nichts. Schade. Na gut, weiter geht's. Hier ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Okay. Uff. Sofort! Entschuldigung! Ach so, ja gut. Ich sollte vielleicht einfach mal zu Michelle gehen jetzt. So behandelst du Frauen? Würdest Oha. Du so deine Mutter behandeln? Nein, bitte! Tja, einstecken ist nicht deine Stärke, oder? Tut mir leid, hab's nicht so gemeint! Ja, egal. Achso, stopp. Warum ist da ein Fragezeichen? Ja, sorry. Tut mir leid. Wollte ich nicht. So, wo ist denn jetzt hier die Treppe da? Dir sagen, was ich hier mache. Dich umhauen. Komm her und hol's dir. Okay. Und tschüss. Oh, der hat sich fast auf die Toilette gesetzt. Danke fürs Heft. Gangsters Monthly. Was sind diese Fragezeichen hier? Corleone Hotel. Nice room, splendid furniture, warm welcome, good. Naja, wie auch immer. 210, was war das jetzt? 201. Ah, dann bin ich wohl gleich da. 208. Hallo. Raus! Verschwinde, Vetter! Michelle? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht, ja. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß Nun, er. Nun, Herr Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Du hast Angst, ja? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Ja.
Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Lauf! Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt. Okay. Was liegt hier rum? Michelle. Naja, dann ist sie nicht traurig, dass sie gehen darf. Töte den Manager in der Lounge. Na dann. Falsches Zimmer. Aber hier geht's irgendwie angeblich runter. Oder nicht? Zum Manager. Und dann wird er getötet. Das lasse ich mal ein bisschen. Oha, was ist denn mit dir los? Alles gut? Na gut. Ihre Freunde sind vor einer halben Stunde gekommen. Ja gut. Die Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Willst du das? Uff. Ich glaube, das ist eine Waffe. Ja, glaube ich auch. Headshot. So einen Kopf, oder wie wir das? Okay, der ist tot. Kann ich hier... Okay, nevermind. Junge! Komm, werden wir. Tut es. Mit dir habe ich nicht gerechnet da oben. Das mache ich wohl nochmal. Uff. Da hat's mich wieder ordentlich zerrissen. Komm. Sehr gut. Ich glaube, ich gehe diesmal durch die Tür hier, ja. Uff, das ging aber leicht. Auf geht's, hier oben ist doch einer. Oh.
Schießt der von oben? Oh. Nur noch mal zum Sichergehen. Du gehörst mir. Tue ich das? Okay. Weiter geht's. Uff, wie liegt er denn hier? Ach, hier geht's weiter, okay. Oh shit. Was? Als ob ich ihn nicht getroffen habe. Ja, das Aiming hier ist ein bisschen merkwürdig in dem Spiel. Naja, warte nochmal. Wieder von ganz unten? Ne, von hier, okay. Sehr schön. Ja, den kann ich gut gebrauchen. Dankeschön. Bisschen Munition. Nice, der Typ mit der Deckenknarre ist schon tot. Vorrücken! Oh. Na. Allerdings. Oh ja. Oh ja. Gib mir die Knarre. Hier. Sehr geehrter Mr. Morello, diese Personen könnten von Interesse sein. Ich habe ihre Daten, falls sie brauchen sollen. Diverse Stadträte und ein Kongressabgeordneter. Hochrangige Beamte des Bundeszentralamts für Steuern. Der stellvertretende Direktor des Strafvollzugswesens. Mitglied der Beschwerdekammer. Der Leiter der Provisionsabteilung LHPD. Mhm. Außerdem mündigen einige Geschäftspartner von Salieri unsere Mädchen und plappern viel. Wir haben immer ein offenes Ohr für ihre Interessen. So, so. Was haben wir hier noch? Geld. Natürlich, immer her damit. Und noch ein Dokument. Sehr geehrter Mr. Quality, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich unseren Termin letzte Woche verpasst habe. Ich musste mich kurzfristig um Familienangelegenheiten kümmern. Leider muss ich Sie über das Ende unserer Abmachung informieren. Mr. Salieri war ein wunderbarer Geschäftspartner. Ich bin dankbar für seine Unterstützung und seine weisen Ratschläge. Eine Rückerstattung von Mr. Salieris Investition liegt diesem Schreiben bei. Außerdem mehrere hundert Dollar aus Kulanz. Unsere Türen stehen immer offen, denn hier im Corleone vergessen wir unsere Freunde nicht. So, so. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, endlich habe ich eine Tommy Gun.
Tommy hat eine Tommy Gun. Jetzt würde ich eigentlich gerne noch den Safe aufmachen, aber das geht scheinbar nicht, also. Bombe runter. Scheiße. Ja. Verdammt. Dann also aus dem Fenster. Gott. Kann man so machen. Ist eigentlich nicht ganz wie im Original. Da läuft er durch den Gang und springt durchs Fenster, meine ich. Schnell hoch da. Oh. Das hat wehgetan. Weiter geht's. Yep. Uiuiui, wie er da hoch. Was? Wer, wo? Das Corleone habe ich zusammengeschossen, so sieht's aus. Da ist meine Knarre wohl alle. Oh. Was hat er denn hier für ein schönes Gewehr? Das nehme ich. Nicht schlecht. Na, der war doch da gerade. Ja, ich sehe dich auch. Komm. Zeig mir deinen Kopf. Naja, na gut, dann wollen wir mal vorrücken. Abwarten, ob ich nicht weit komme, Freundchen. Treffer. Einen Schuss habe ich noch. Okay. Ich komme nicht an ihn ran. Perfekt. Dann noch einen gehört? Ne, okay. Jetzt hab ich dich. Gut. Okay, hier ist irgendwas zum Einsammeln. Munition für die Knarre habe ich leider nicht, aber für die jetzt. Und einsammeln, wo ist es denn? Hier? What? Achso, hier hinter wahrscheinlich. Yep. Dankeschön. Und weiter geht's. Oh ja. Jetzt kommt der gute Teil. Hm.
Mutig, Tommy, mutig. Vor allem, wie er die Leiter dahin geworfen hat, vielleicht hätte die auch einfach runterfallen können, so wie jetzt. Okay. Ich glaube, ich habe sie abgehängt fürs Erste. Kein Kontakt mit den Jungs auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. Die Kirche spielt gerade Musik. Orgel. Gut, dass ich noch pünktlich zur Beerdigung komme, vielleicht. So tief wir auch fallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja. Aber er war auch ein liebender Sohn. Ein beschützender Bruder. Ein loyaler und ein Vergewaltiger. Und deshalb bitten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Willis engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. Da ist er. Ich wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich hab dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, weil es übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist er. Der Kerl hat Billy umgelegt. Ja gut, dann muss ich es jetzt selber machen. Bitte! Hör auf! Was hat Billy angerichtet? Hier drüben! Das war ein ganz klarer Headshot, so wie der. Okay, mein Freund. Bin ich schon. Stiller! Kinder, guck! Nein, musst du nicht mehr. Jetzt aber, komm her. So funktioniert diese Stadt! Gib mir die Knarre! Ja! Habe ich dich erwischt? Was haben Sie getan? Mord im Hause Gottes! Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Du Bastard. Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als göttliche Vergeltung. Treffer. Sind wir jetzt quitt? Ja, schon. Klar. Fürs Erste. Für ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ich will ihres Blutgeld wollten nicht. Sie. Mhm. Macht für mich keinen großen Unterschied.
Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und sie ruhig zu stellen. Ach so. Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Das wäre es. Warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Oh, mit 3 HP wieder. Die Cops werden mich wegmachen. Bei einer Verfolgungsjagd. Och nö. Und ich bin tot. Ja gut. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns ab. Ja, komm. Auf geht's dann. Stellt die Kirche von Tür. Oh shit, hier ist ja noch viel. In den Leichtwagen los! Ist das das Plan? Klar, wir können weitersuchen, aber die Kopf ist überall! Hinter dir! Die nehmen wir an der Ecke! Was? Er ist ein Scharfschütze. Nein, Tommy. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns ab. Umstellt die Kirche von allen Seiten. Lass ihn nicht raus. Doch, wir sind schon raus. Fuck. Die Cops sind krass, hä? Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Von allen Seiten. Come on. In den Leichtwagen los. Ist das dein Ernst? Klar, wir können weiter suchen, aber die Kopf sind überall. Ach, Gott sei Dank. Nice. Uff, da kommen noch mehr, okay. Dann muss ich wohl mal vorrücken. Alle Wagen, alle Kollegen, bitte vor Ort zusammenfinden. Komm, Sam, komm, komm, komm. Ah, ich kann frei ziehen. Nee, gut. Okay, das lief heute nicht wie erwartet. Fahr nope. Einfach. Oder wir fahren bald hinten mit. So sieht's leider aus. Ja, Verdächtige ist in der Innenstadt untergebracht.
Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Der Leichenwagen hat erstaunlich gutes Handling. Alles. Der Verdächtige ist in der Innenstadt untergetaucht. Scheiße. Wir haben ihn. Kollegen sind unterwegs. Wir haben ihn. Ich glaube nicht. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Sieht so aus, ja. Och. Los, Tommy, schüttel sie ab! Ich versuch's! Ja, leichter gesagt als getan, Sam. Immerhin hat der Leichenwagen gutes Handling. Achtung, Straßensperre in Position. Och. Das tut doch nicht Not. Ja, Kollegen sind unterwegs. Kollegen aus Central Island, Verdächtiger ist verschwunden. Weiter patrouillieren. Ich flüchte vor den Cops, das glaube ich ist, was ich da mache. Ja, nice, nein. Okay, wir sind sie los. Gott sei Dank. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Wir müssen zurück zur Bar und abtauchen. Für ein paar Wochen, so wie das gelaufen ist. Ah, der Priester hält die Schnauze, keine Sorge. Morello hat was abgekriegt und ihr müsst euch um Ghilottis Sohn keine Gedanken mehr machen. Dem Boss wird's gefallen. Ja. Nice, jetzt habe ich auch einen Leichenwagen, mit dem ich fahren kann. Danke nochmal, Sam, für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß. Ja. Aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach. Denk am besten über gar nichts nach.